Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben in der letzten Folge Wein, beziehungsweise Saft haben wir hergestellt. Ja, hatte ich ja nicht auch Wein herstellen können? Oh, habe ich gar nicht nachgeguckt, ne? Das könnten wir jetzt aber mal ausprobieren. Auf jeden Fall habe ich mehr als genügend Geld dafür bekommen, denn eine Flasche Wein... Oh, ich muss den Ton mitnehmen. Habe ich die Schippe noch in der Tasche? Warte mal. Schaufel? Holzschaufel habe ich noch. Ist doch nicht mehr die beste, aber um hier jetzt mal den Ton auszubuddeln, könnte es nochmal schnell was gehen. Und eine Holzschaufel kriege ich immer noch hergestellt, wieder neu. Das ist auch kein Problem. Damit wir noch wieder ein bisschen Ton haben, können wir ein paar Weinflaschen wieder machen. So, und ja, ich wollte eigentlich ja vielleicht eventuell da mal ein Haus bauen. Kommt auch. So, und Münzen haben wir gefunden. Ja, ist das nicht schön? Wieder einen Schatz gefunden. So. Gar nicht, was man braucht für so eine Schaufel. Ein bisschen Rundholz habe ich bei. Ein paar Äste habe ich bei. Also ich denke, mit so einer Schaufel kriege ich dann noch mehr Münzen drin gefunden. Also was ist denn das hier heute? Da hat aber ein guter Gott was versteckt. So, hier war nur Ton drin. Naja. Ist ja jetzt auch ein bisschen enttäuschend, ne? Nein. Ist okay. Vollkommen okay, die ganze Sache. So. Zack, nochmal nur 3 Ton, ist auch wenig eigentlich. Aber naja, gut. Wollen wir es ja nicht mal in den höchsten Tönen loben. Entschuldigung. Ich entschuldige mich dafür, das war dumm. War nicht gut. Kein guter Witz. Aber er war auch jetzt, er lag einfach da, ich muss ihn mitnehmen. So, gut. Dann haben wir nämlich, dann werde ich vielleicht mal gucken, ob ich nicht vielleicht sogar Wein gekeltert kriege und für den Wein sogar noch mehr Geld machen oder mit dem Wein sogar noch mehr Geld machen kann. Denn mit dem Geld, was ich jetzt habe, bin ich auf jeden Fall schon mal safe für die nächsten. Erfordere ich Schaufel. Okay. Kuh, Hand dabei. Schaufel geht nicht. Schaufel kann ich hier nicht herstellen. Okay, gut. Dann ab dafür. Geht's nach Hause. Und dann ist auch gut. Nee, also eigentlich müsste ich genügend Geld für die Steuern ja zusammen haben. Damit ich da jetzt erstmal safe bin. Moment, ich muss die Axt in die Hand nehmen. Damit es hier schneller geht. So. Ja, so um die 100 Bären hätte ich jetzt schon ganz gerne nochmal, um das auszuprobieren. Auch wenn jetzt meine Leute natürlich Bären pflücken gehen. Wir müssen natürlich auch Pilz suchen, denn das mit den Spiegeleiern, das ist natürlich auch cool. Also brauche ich auch ein paar mehr Hühner wahrscheinlich. Damit ich in die Pilzpfanne dann noch machen lassen kann. Das könnte ich ja nicht mal Management. Warte mal, da stelle ich gleich mal eine Management. Management. Taverne. Details anzeigen. Du kannst ja auch machen. Kohlsuppe. Wieso gibt es da zweimal verschiedene Kohlsuppen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mach mal noch Rührei mit Pilzen. 0,6 die Stunde, weil das ist auch ein richtig gutes Essen. Und solange die Ressourcen dafür da sind, warum nicht nehmen? Und warum nicht machen lassen? Da ist irgendein... Oh, da waren jetzt gerade rote Zeichen drin. Tierhaltung, keine Arbeiter, okay. Craften, 3, keine Arbeiter. Ja, okay, das weiß ich. Das ist mir bewusst. Da bin ich ja immer noch der Alleinunterhalter, was die Werkzeuge angeht. Aber das ändern wir auch demnächst. Ich werde dann mal noch... Die Mine kann ich noch nicht, ne? Bauen. Na gut. Aber ich werde nochmal hochgehen müssen im Winter und muss nochmal Eisen holen, damit ich dann mal wieder kompletten mehrere Sätze Werkzeuge machen kann. Damit das dann ein bisschen... Wie viele Bären sind denn hier? Das sind alle Bärenbüsche hier. Zu viel? Was ist denn da los? Ich hab doch gar nichts gekauft. Ah, der Ton ist schwer, ne? An die Flachshalme. Okay. Wenn ich zu viel trage, dann werde ich jetzt
so lange Bären essen, bis ich nicht mehr so viel trage, habe dann noch ein bisschen wieder Flüssigkeit und Nahrung in den Körper gekriegt. Und dann lass die da durchaus mal 3 von den Dingern herstellen. Das ist nicht weiter schlimm. Die haben auch gewütet, ne? Eine riesen Lichtung reingeschlagen. Naja, gut, das sollte sicher demnächst wieder neu gewachsen sein hier, der Wald. Dann kann ja auch der Holzfäller wieder ein bisschen mehr machen. Wir müssen mal gucken, genau. Brennholz wollte ich gucken, ob es da genügend gibt. Ist das jetzt hier immer so gelagert? Wäre irgendwie cool, wenn wir da ein Lager hätten und dass man da sehen könnte, ne? Wie viel gelagert ist. In der Truhe hier ist Brennholz drin, Brett und Stock. Okay, also da ist so ein bisschen was drin. Ist mein Lager voll? Mal gucken. Wenn die nämlich da drinnen bunkern, dann ist ja eigentlich immer das Lager voll. Oh ne, da haben wir Platz genug. So, wie sieht's hier aus mit Brennholz? 67. Oh, auch gar nicht mehr so viel. Okay, dann wollen wir mal ganz kurz gucken im Management. Wie sieht's da aus gerade? Holzschuppen 2 von 2. Also hier müssen wir noch einen im Holzschuppen zuweisen. Details anzeigen. Du arbeitest hauptsächlich. Du hast keine Werkzeuge. Oh, alles klar. Okay, Moment. Wenn kein Werkzeug, dann muss ich. Oder lege ich erstmal jetzt hier meine Axt rein und dann mache ich jetzt noch welche. F. So. Dann muss ich Werkzeuge craften. Für die Axt brauche ich. Da ist eine Axt, brauche ich 4 Eisen, ein Rundholz. Okay, dann machen wir mal 4 Stück davon. Okay, dann ist aber auch schon. Ist aber auch schon knapp, denn, ne? Muss ich wieder Eisen? Ich muss Eisen ranholen, ne? Sonst habe ich echt ein Problem mit Werkzeug irgendwann. Mal wenn er nämlich kein Werkzeug hat, um bestimmte Sachen zu machen, das ist immer nicht gut. Dann lege ich jetzt erstmal 3 eiserne Äxte wieder da rein ins Lager. Und dann gucken wir mal, dann hoffen wir mal, dass es ein bisschen ist und eine behalte ich erstmal. Huiuiui, okay, na gut. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Wenn er kein Werkzeug hat, dass er mir dann kein Holz macht. Und dann kann ich erstmal, aber das, was im Lager drin ist bei dem Holzfäller, kann ich ja dann erstmal sozusagen verarbeiten. So, okay, dann gehen wir jetzt mal hier rüber und legen die Äxte mal ins Dings bis auf eine. So, 3 Äxte rübergelegt. So, gut. Jetzt habe ich 5 Eisen in der Tasche. Hier liegt kein Eisen mehr. Doch, oh, hier liegen noch 66 Eisen. Sehr gut. Okay. Dann haben wir ja noch ein bisschen Eisen. Gut, dann werde ich hier mal ein bisschen Eisen mit rübernehmen. Kalkstein haben wir auch schon wieder ein bisschen was gekriegt. Wir haben ein bisschen Eisen rübernehmen. 20 Kilo. Die werde ich dann erstmal da rüber tragen. In den, ja, ich weiß, dass ich zu viel trage. In die Werkstatt, damit da erstmal wieder was drin liegt, falls ich schnell was herstellen muss. Und dann müssen wir mal durchgucken, wo wir Werkzeug brauchen. Okay, das ist wichtig. Das ist verdammt wichtig. Ich lege hier mal das eine Rundholz mit rein, damit ich das hier habe. Ich lege hier die 25 Eisen rein. Und ich lege hier noch rein. Nee, das reicht erstmal. Okay. Gut. Das, gut, dann gucken wir mal. Management, Gebäude, Tierhaltung eine, da ist eine nicht besetzt, ne? Ja, okay, das kennen wir. Da sind auch noch keine Viecher drin. Beim Crafting, Werkstatt, hat keine Arbeiter, Taverne, gibt's irgendwas, keine Ressourcen, okay, gesperrt, okay. Das, was ihr macht, steht alles oben, ne? Ja, okay. Dann ist das ja gut. Dann gehen wir da mal raus. Dann gehen wir im Holzschuppen rein und gucken jetzt mal hier rein. Jetzt kann er da arbeiten. Okay. Dann gehen wir in den Holzschuppen rein. Gucken mal. Er kann auch voll arbeiten. Sehr schön. Stellt Bretter her. Brennholz stellt er her. Sehr gut. Okay. So, der Grabungsschuppen kann arbeiten an allen Fronten. Hat Werkzeuge genug. Okay. So, dann die Jägerin hier. Die können arbeiten. Beeren und Pilze. Gut, da muss man bloß sammeln. Und die anderen haben keine Arbeiter gerade zugewiesen. Und die Fischerhütte hat kein Werkzeug. Angelspeer. Okay, da müssen wir einen Angelspeer machen. Wie macht man denn einen Angelspeer? Kann ich den hier machen?
Moment, Steinwerkzeuge, hölzerne Werkzeuge. Das kann Angelspeer dabei. Angelspeer. Braucht man Leinenfaden, Rundholz und Stein. Okay. Holen wir uns ein paar Leinenfäden. Ist ja kein Problem. Gehen wir hier in die Näherei. Da will ich sowieso. Die Kiste da. Da will ich sowieso ein bisschen was ablegen. Und zwar die Flachshalme. Leinenfaden hole ich mir mal ein paar. Stöcker brauche ich noch ein paar. Damit ich den Speer machen kann. Ah ne, ich muss ja Rundholz haben, ne? Oder? Was? Rundholz oder was Speer? Ich glaube Rundholz was. Ah, warte mal, da gehe ich gleich mal hier in den Holzfällerlager. Ich kriege das mit dem Hausbau schon wieder nicht hin, ne? Bin schon wieder mit viel klein-klein beschäftigt. So, hier mal alles mitnehmen. Brennholz, alles mitnehmen. Ein bisschen schwer. Naja, gut, ist halt so. Aber dann haben wir das erstmal wieder im Lager. Und ich kann nicht bei der anderen Holzfällerhütte mal gucken, ob da auch irgendwas im Lager drin liegt oder nicht. Aber sie können erst mal wieder arbeiten. Meieieiei, so. Okay. Leg das Brennholz mal ab. So, die Bretter leg mal ab. Und die Stöcker leg mal ab. So, Rundholz nehmen wir uns ein bisschen was mit. Rundholz. Was? Wir haben kein Rundholz im Lager. Das. Na gut, okay. Dann, guck ich mal, ob der hier oben Rundholz im Lager hat. Und wenn nicht, dann muss ich da mal einen Baum umnieten, ne? Hast du hier oben Rundholz im Lager? In der Truhe? Nee, auch nur diesen Krempel. Das ist ja jetzt wie ein bisschen schade, bin ich. Okay. Ja, dann bauen wir fällen noch mal ein paar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann gleich noch mal gucken, was ich für den Angelspeer brauche. Kann ich den eigentlich so craften? Natürlich nicht. Na, ist nicht weiter schlimm. Ist nicht weiter schlimm, ist okay. Das kann doch durchaus so sein. So. Dann gehen wir hier rein und schmeißen wir das Brennholz hier rein, damit wir erstmal genügend Brennholz wieder haben. So. Bretter schmeißen wir rein, okay. Und Stöcker schmeißen wir rein, okay. So, dann müssen wir nämlich mal gucken. Vielleicht ist ja auch das Verhältnis ein bisschen schlecht eingestellt bei den Holzfällern. Vielleicht muss ich da jetzt doch ein bisschen mehr Rundholz machen. Okay, dann machen wir hier mal ein bisschen da runter und da drauf. Keine Ressourcen, genau. Die Bretterherstellung machen wir mal ein bisschen runter, so. Ich denke, das müsste dann erstmal klappen. So. Okay. Gut. Dann müssen wir selber Rundholz herstellen. War doch Rundholz, oder? Gucken wir nochmal. Rundholz, Stein, ja. Rundholz brauche ich. Okay. Gut. Den Baum lasse ich mal stehen, aber da oben ist eine ganze Gruppe Bäume. Wenn da jetzt mal noch einer rausfällt. Das fällt ja nicht ganz so doll auf, wenn ich den hier... Den nehme ich hier mal aus der Gruppe raus. Mal der Fichte. Die fällt mir auf den Kopf. Baufel habe ich auch gerade keine bei, ne? Den Stumpf kann ich auch nicht ausbuddeln. Fichtenbaum. Fichtenbaum. Rundholz nehmen. Rundholz nehmen. Rundholz nehmen. Ich glaube, drei Anglersperre. Steine brauche ich noch, ne? Moment. Entschuldigung. Wollte sie nicht stören. So. Steine brauche ich noch. Ja. Brauche ich dann noch drei Steine? So. Wie sieht es hier aus? Alles ausgesät? Oh, sehr schön. Hier gibt es ganz viel Kohl. Nee, ist noch nicht ganz so viel Kohl. Fehlt noch ein Stück Kohl. Keine Kohlsamen mehr? Eins, zwei, drei.
Management, Felder, 49 mal Kohl. Habe ich nur 40 Kohlsamen gehabt? Ich glaube ja, ne? Die anderen lagen hier drüben. Waren die hier drin, die Kohlsamen? Irgendwo habe ich noch Kohlsamen gesehen. Lehmbewurf, Kohlsamen. Hier liegen noch 9 Kohlsamen. Also hier nehmen sie die Samen nicht raus. Anscheinend. Die muss man ihnen wirklich denn da in ihren, in ihre Scheune legen. Er steht hier und wartet darauf, dass er Kohlsamen kriegt. Und jetzt kann ich ihm hier Kohlsamen hinlegen und dann sollte er eigentlich loslegen. So. Okay. So, upsala, fest hier laufen. Dann müssen wir jetzt hier rein, da rein, hier rum. Holzwerkzeuge machen. Anglerspeer. 3 Stück. So. Oh, was ein Stress, sag ich mal wieder, wa? So. So. Dann gehen wir in die Anglerhütte und legen hier da 3 Anglerspeere rein in die Kiste. Und dann kann der Angler auch mal wieder ein bisschen Fischfleisch holen. Interessanterweise ist er da hinten hier unterwegs und angelt, aber er angelt nicht, weil er kein Werkzeug hat. Naja, gut, okay. So, Anglerspeer ist hier vorne, 3 Stück, zack. Kannst du loslegen. So, gut, okay, dann gehen wir weiter, Management. Durch die Gebäude durch. Also, Häuser, okay, Gewinnung sind wir durch. Jagd, Fischerhütte sollte jetzt wieder arbeiten können, weil, ja, Fischfilet kannst du machen. Also, weil ich hier keine Ressourcen. Gut. Arbeitsintensität verbessern? Keine Ahnung. Ich kann ja hier jetzt mal überall nochmal bloß auf 10% gehen und das alles hier oben reinstecken, damit wir mehr Fischfilet kriegen. Dann können die da mehr Fisch machen. So, gut. Escape. So, okay, das haben wir. Nutzpflanzen, Landwirtschaft, Scheune. Gucken wir mal rein. Beschwert sich hier. Keine Ressourcen. Okay, keine Ressourcen. Okay, Dünger geht. Roggenkorn, hast du keine Ressourcen? Achso, das kommt noch nicht. Flachskorn haben wir ja weggenommen. Ja, okay. Dünger ist in Arbeit. Gibt ab und zu mal welchen. 85% haben wir noch. Ja, Tierfutter will ich selber machen. Sonst sind mir die Samen alle weg. So, Tierhaltung, da geht's. Und Craften, okay, dann sind wir ja durch. Alles klar, dann sind wir ja erstmal durch. Dann haben sie erstmal wieder alle Werkzeug. Gut. Aber dann brauche ich immer noch Rundholz, ne? Habe ich denn schon Rundholz im Lager? Wahrscheinlich noch nicht. Also fürs Bau vom Haus. 2 Rundholz. Na gut, das ist jetzt eine überschaubare Menge, würde ich sagen. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen Holz fällen gehen. Aber wenn ich hier das Haus hinbauen will, kann ich jetzt sowieso... Achso, dann muss ich sowieso noch eine Schaufel machen. Okay, ich muss nochmal eine Schaufel machen. Brauche ich Rundholz 4? Andere Seite. Für eine Schaufel brauche ich garantiert Rundholz. Rundholz. Vielleicht auch noch ein Stock, bin mir nicht ganz sicher, aber das werden wir gleich sehen. Aber Stöcker, das ist jetzt nicht so das Schlimmste, dann kann ich hier schnell mal welche sammeln. So, Holzwerkzeuge. Schaufel. Ne, kann ich machen. Okay. So, dann haben wir auch wieder eine Schaufel. Kein Rundholz mehr. Sehr gut. Aber mit der Schaufel kriegen wir jetzt auch ein bisschen Rundholz dann raus. Wenn wir denn jetzt hier ein bisschen die 2 Bäume hier weghauen. Und dann das Ausbuddeln hier machen. Fallen sie mal um. Dankeschön, sehr schön, wunderbar. Eingehackt und nochmal. Und dann gibt es hier ein bisschen Rundholz. Sehr schön. So, dann kommst du noch dran. Alles Fichtenmoped. Legen sie sich mal um. Will er nicht? Okay. Dann machen wir das so. Auch keine Schmerzen mit. So, dann nehmen wir die Schaufel in die Hand. Schaufel. Stumpf raus.
raus. Du trägst zu viel. Ja, weiß ich. Und dann gehen wir mal ins Baumenü und dann bauen wir hier daneben noch ein Haus hin. Kuh, Gebäude, Häuser, Stufe 1. Voilà. So, Bogeli Ruck hat's gemacht. So, dann nehmen wir den Bauhammer in der Hand. Und dann machen wir hier erstmal bearbeiten. Was ist denn hier eigentlich? Ist hier ein Fenster? Ne, das ist eine Standardtür. Bearbeiten, Wandstein. Bearbeiten, Türstein. Bearbeiten, Fensterstein. Wandstein. Wandstein. Steinwand. Schindeldach, Schindeldach. Fensterstein. Wandstein. Fensterstein. Schindeldach. Schindeldach. Wandstein. Stein. Wandstein. Schindeldach. Schindeldach. So. Gut. Dann steht hier zumindest schon mal der Rohbau. Dann sind wir da nämlich auch schon mal dran. Und dann können wir hier dieses Haus sozusagen dann fertig bauen. Dann kann ich den aus der einen Stadt schon mal holen, den Typen. Und kann diesen dann hier schon mal einsetzen, dass der wahrscheinlich mir dann auch noch wieder ein bisschen mehr Holz ins Lager schaufelt. Hat der denn jetzt hier schon ausgesät mit weiter? Nee, noch nicht. Müssen wir mal gucken, dass das noch hinkommt. Und dann wächst hier ja schön Weizen und so weiter. Das ist ganz gut, Weizen und Hafer. Da müssen wir mal ein paar Samen erstmal weglegen, dass wir die aufbrauchen können. Und ja, ich würde sagen, nehme ich mal daneben, neben dem Haus hin, damit wir dann sehen, was wir für Blödsinn machen wollen beim nächsten Mal. Zip. Bis denn. Tschüss.